Jedenfalls weiß ich jetzt und begreife ich jetzt, warum die beste aller möglichen Welten Leibnizens als die einzig unmöglichste aller Welten des Schizospaltsprechwesen, das hilflose Seines gar nicht anders möglich gemacht hat, als sich dieser Ersetzungstödlichkeitsreihe zu bedienen, damit durch die Formtransformierungs-Metaphorisierungskörper, die die Neuformatierungsfreiheitsgrade des Seins nachahmen, die Erinnerungsfunktion, das Spiegelkabinettprinzip für das Sein selber erhalten wird und das Gesetz des Tödlichen nicht verletzt wird. Also folgert daraus, Punkt, Punkt, Punkt.